herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Emergency 4. Diesmal mit der Biberfelde-Modifikation. Und wir haben auch schon den ersten Einsatz. Und zwar THVU, schwerer Verkehrsunfall. Was haben wir denn hier? Ach, den Einsatz kennen wir doch. Schon wieder. Ich habe was vergessen. Gut. Ja, dann muss ich den Rüstzug, also Rüstzug alarmieren. Ich habe insgesamt 6 Patienten. Drei, vier, fünf. Mal noch hier ein. Dann brauche ich noch Notärzte. Fällt mir gerade so auf. So, dann kommen die beiden noch mit in Einsatz. Polizei wird benötigt. Da brauche ich mindestens 2 Streifenwagen. Weil das so eine komplizierte Einsatzlage ist. Gut. Fährt dahin. Fährt hierhin. Stimmt, ich muss ja noch die FF alarmieren. So. Genau, warte mal. Erst einmal will ich den Rettungsdienst hier richtig hinstellen. Zack. Gut, du fährst da bitte rein. Dankeschön. Gut, einmal das Schere. Gut, die Notärzte. Fangen wir an, sich um die Patienten zu kümmern. Stopp. Notarzt, stopp. So, mache ich hier halt mehrere. Du bleibst da. Standorte, sag ich mal. Also Rettungsdienst ist. Fahr da rein. So, Rettungsdienst ist relativ gut vertreten. Dich muss ich jetzt leider mal entfernen, weil du da mitten im Weg stehst. So. Gut, genau. Ich wollte mich um die Personen kümmern, die hier verunfallt sind. So, da ist ja noch eine Person. Aggregat zu weit weg vom Ziel. Können die das auch? Haben die das? Oder. Ne, dann macht das die FF. Dann macht das die FF. Wenn die das. Ne, die FF hat ja auch einen. Aggregat. Gut, dann brauche ich noch einen Notarzt. So, die Straße ist gesperrt. Hier wird gesperrt. Hier auch noch mal sperren. Du stehst auch im Weg rum. Tut mir
mir leid, dass ich das jetzt immer mache, aber es nervt gerade etwas sehr. So, zack. Falsche Richtung. Immer noch falsche Richtung. Geht doch. So. Gut, dann muss ich jetzt erstmal. Sorry, bin gegen das Mikro gekommen. War der das? Ja, ne? Ich glaube schon. Also die Patienten sind soweit erstmal versorgt. Also es muss wirklich schnell gehen bei sowas. Genau. Der Patient kann auch abtransportiert werden. So, die beiden können einmal Bindemittel vom Auto holen. Gut, zack, ab ins Krankenhaus. So, eine Notärztin habe ich sogar noch über. Theoretisch. Beziehungsweise, die brauche ich. Die brauche ich ganz dringend. Zack. So, du kannst auch einmal. Habe ich hier noch irgendwo einen Fleck? Na, mal gucken. So, hol dir mal einen Besen vom Auto. Ihr könnt auch fahren. Ich glaube, da ist noch ein Fleck unterm Bus. Aber den kann ich jetzt noch nicht beseitigen. So, die FF kann wieder einrücken. Die wird an einer Stelle nicht mehr benötigt. Transportiert werden. Kann auch abtransportiert werden. Ne, noch nicht, noch nicht. Bitte noch nicht. So. Genau, ihr beide und die Notärztin steigen ein. Muss noch behandelt werden. Dann habe ich hier noch zwei RTWs. Nämlich die anderen, die schon behandelt sind, abtransportieren kann. Das hat jetzt im Moment keine Priorität. Gut. Du steigst da auch einmal ein. Gleich wieder. So, da bin ich wieder. Die Person kommt auch rein. Der ist auch transportfähig. Genau. Da muss ich aber jetzt erstmal Platz machen. Steig du mal ins Auto ein, dann fährst du mal an die Kante. Du gehst bitte an die Kante. Genau, bleib einfach da stehen, ist auch gut. Dann können die nämlich losfahren. So, welcher Notarztwagen ist das? Der. Haben die auch Platz zum Losfahren? Oh, ist das ein schönes Horn, ey. Pressluft, ich liebe es. So. Genau, dann können sich mal auf die andere Seite stellen und dann auch losfahren. Gut, der Polizist kann ja schon mal Abschlepper holen. Die Patienten sind ja alle im RTW, in den RTWs. Einer zu weit weg vom T-Punkt. Oh, ist ja langweilig. So. Ja, ihr könnt auch.
auch ins Krankenhaus fahren. Ihr könnt dann auch gleich ins Krankenhaus fahren. Genau. So, dann ist das soweit beendet. Das Harlef von der Wache 1 rückt wieder ein. Straße bleibt weiterhin gesperrt. Boah, hier ist eine riesige Schlange an Rettungswagen. Achso, die haben ihre Patienten schon alle abgegeben. Ach ja, ich habe ja noch einen Mann, gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe ja noch einen Krankentransport, der abgearbeitet werden müsste. So, und ich brauche noch ja, zwei Abschlepper. Ne, alle Straßen sind gesperrt. Das ist schon echt komisch, wie sowas passieren kann. Vor allem, es passiert in kürzerer Zeit zweimal. Aber ist ja auch gut, dass da nur eine Person drin ist. Weil es gibt eine Modifikation, da sind, naja, 10 Personen da drin, gefühlt. Oder 7. Und dann denkst du dir ernsthaft. So, 2 Patienten wurden noch nicht abtransportiert. Beziehungsweise einer ist ja der KTW, der KT, der Krankentransport. Zack, ab ins Krankenhaus. So, genau da ist nämlich noch Ölbindemittel. Wo ist denn der zweite? Da hinten. Gut, Verkehrsunfall ist anscheinend schon abgearbeitet, obwohl der Bus noch nicht mal weg ist. Oh Mann, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas. Noch ein KT? Warum? So, EW rückt ein. Pol Status 1. Ich habe einen zweiten KT. Ich habe den ersten aber noch nicht einmal abgeschlossen. Das kann doch nicht wahr sein. Muss ich den zweiten KTW runterholen, damit das hier auch abgeschlossen werden kann. Gut. Ja, die Autos sind, die gehen einfach mal weg. Zack. So, Status 2. Genau, Status 2 einrücken. Status, Streifendienstroute 1 oder Streifendienstroute 2. So, perfekt. Da ist noch was. Da ist noch was. Hallo. Da ist noch was. Das habe ich ja total übersehen. Ich dachte, das wäre jetzt alles gewesen, aber nee, da ist noch was. Habt ihr noch was auf dem Auto? Ja, ein Glück. Die kannst du doch zur Ölspur rausjagen, ey. Die haben nichts anderes gemacht, außer Ölspur zu machen. Das ist ja beste Einsatz. Da fühlt man sich doch perfekt. Fährt er mir fast in den ins teure Klaff rein, ey. So, du wirst verlegt oder du kommst dann wahrscheinlich auch ins Krankenhaus. Also der andere Krankentransport. So, dann habe ich hier 2 Krankentransporte am Laufen. Deswegen spule ich etwas vor. Beziehungsweise ich kann ja auch mal die restliche Polizei hier auf Streife schicken. Genau.
So, restliche Polizei ist auf Streife geschickt. So, der KTW fährt mal bitte etwas schneller zum Einsatzort. Zack. Das Deutsche Rote Kreuz. Ey. So, ich habe einen Krankentransport erledigt. Wow. Krankentransporte sind die, also wirklich die Einsätze mit wenigster Arbeit. Weil du schickst sie hin, lässt sie die aufnehmen, schickst sie wieder weg. Wow. So, ich habe hier einmal einen Schockzustand. So, wird ohne Sonderrechte geschickt. Das ist leider kein benutzbares Fahrzeug. Alpha und Charlie. So, Rettungswagen ist auf dem Weg zum Sportplatz. Ist ein Kind umgekippt. Hat wahrscheinlich vom Trainer gehört, dass es beim nächsten Spiel nicht mitspielt. Und deswegen, ja, warum fahre ich das denn dahin? Und da dachte sich das Kind so, was? Ich spiele nicht mit? Oh mein Gott. Na, First World Problems. Man kennt es. Gut, dann einmal alles rausholen und ab zum Kind. Wir wollen helfen. Guten Tag, der Rettungsdienst. Gut, dann denke ich mal, dass hier auch alles fertig ist. Das ist einfach, du schickst ihn hin, lässt ihn die Person aufnehmen und schickst ihn wieder weg. Wow. Patient noch nicht? Ach du Scheiße, ach du heilige Scheiße. Brauche ich sofort Notarzt und Rettungsdienst? Ach du Scheiße. Person ist tot. So, zack, ab ins Auto. Und wiederbeleben. Ich würde es schön finden, wenn es dann heißen würde, wir haben wieder einen Puls oder wir konnten nichts mehr für ihn tun oder so. So, also wenn es halt unklar ist, das wäre ja schön. So, ab in RTW. Krankentransport abgeschlossen. Okay. Wir haben einmal einen RTNA. Dafür bräuchten wir einen RTW und einen NF. Die hier mal anrücken. Gut, fahrt mal ein Stück weiter. NEF darf natürlich direkt vor der Einfahrt parken. Warum auch nicht?
versuchen, ins Haus ranzukommen. Jetzt muss ich nämlich noch Verstärkung rufen. Tür ist zu. Du einmal. Einmal zur Türöffnung. Ja, geht nicht, weil der RTW raus ist. Gut, dann schicke ich einmal zur Türöffnung. Gut, einmal Türöffnungsmaterial und das Halligan-Tool vom Fahrzeug nehmen. Da oben ist wieder irgendwas, die Polizeiautos stehen wieder nah beieinander. Okay, Notarzt in die Wohnung. Irgendwas stimmt hier nicht. Ach ja. So, jetzt ist alles wieder gut. So, Status 2. Patient wird behandelt. Trage rausholen. Feuerwehr rückt wieder ab. Ihr auch einmal ins Krankenhaus. Finde diesen Mercedes so geil. Vor allem mit den Lichtern vorne im Kotflügel. Oh. So ein schönes Auto. Ohne Kennzeichen. Gut. Ach, okay. Warum auch nicht? Kennzeichen? Wer braucht schon Kennzeichen? Niemand. Ist ein Rettungsfahrzeug. Das braucht keine Kennzeichen. Es muss nicht angemeldet sein. Achso, ja, ich bin ein Vollidiot. Ich wollte die ganze Zeit in NEF einsteigen lassen, aber das geht ja gar nicht. Wieso geht das nicht? Keine Ahnung. Aber die sind immer noch im Einsatz. Kann ich gar nicht glauben. Die müssen auch langsam mal wieder zurück sein. Wo sind denn die überhaupt? Weg. Oh, gut. Die sind einfach weg. So, ihr fahrt auch ins Krankenhaus oder sind sie ins Seekrankenhaus gefahren? Steht da ein RTW drin? Nö. Ach, die sind wirklich ins Krankenhaus außerhalb gefahren. Warum? Ach, wahrscheinlich, weil das keine Intensivbetten mehr hatte, das Waldkrankenhaus. Naja, egal. So, und der Notarzt? Wo ist das NRF? Weg. Für immer. Für immer weg. Auch okay. Mir fehlt jetzt nur ein ganzes NRF, aber... Das ist doch scheißegal. Warum auch nicht? Naja, das wird sich wahrscheinlich schon irgendwann wieder auffinden, ne? Ja, dann warten wir mal, bis, der KT ist jetzt irgendwie nicht abgeschlossen, aber doch abgeschlossen und... Wieso funktioniert das nicht? Das gibt's doch nicht! Von der Scheiße, so... Nee, ich will das Haus nicht anzünden. Bitte nicht. Nee, sonst habe ich hier noch einen Großeinsatz. Obwohl, das würdet ihr wahrscheinlich absolut feiern, wenn das Haus brennen würde, oder? Schreibt es mal in die Kommentare.
Ich denke aber, viele Leute würden schreiben Z2 an, ne? Kfz Meisterbetrieb STVN. Oha, so. RT, gut. Ach, der macht das der von der Berufsfeuerwehr. Ist er, oh, das ist natürlich hier wieder in den Wohnblocks. Wie immer. Ach, doch nicht. Doch nicht in den Wohnblocks. Dann muss ich ja mal gucken. Aha, hier findet anscheinend ein mysteriöses Mafioso-Treffen statt. Oder was ist das hier? Das ist die Mafia. Die Mafia. Ist das NF wieder da? Nein. NF ist weg. Auch gut. Oder ist das das NF? Ne, das ist der RTW. Das ist das andere NF. Mir fehlt einfach ein ganzes NF. Das kann doch jetzt nicht ernst. Hä? Oder hä? Und hä? Verstehe ich nicht. Naja, gut. Hier ist das wunderbare Abrisshaus, in dem noch Leute leben, warum auch immer. Wird das eigentlich abgerissen oder was soll das darstellen? Gab es da mal eine schwere Explosion oder was soll das sein? So, die RDWs, ja, beziehungsweise der RTW fährt hier rein. Och, leck mich doch am Arsch. Du sollst dahin fahren. Ich sag ihm, er soll dahin fahren. Er will dahin fahren. Ich sag ihm nochmal, er soll dahin fahren. Sich aber so und so positionieren. Nö, kein Bock mehr. Jawohl. Warum auch nicht? So, dann wollen wir mal gucken, was der Patient so hat. Die sehen ja doch schon sehr interessant aus. Ja, deswegen wird jetzt einmal Polizei mit hinzugerufen, da das alles sehr mafiosohaftig aussieht. So, die Beamten rufen noch mehr Verstärkung, da es zwei Personen sind. Die Personen werden nämlich verhaftet wegen der Mafia, Mafioso. Ja. So. Zack. Zack. So. Personen wurden verhaftet wegen Verdacht der organisierten Kriminalität. Was mich auf eine richtig gute Videoidee bringt. Naja, egal. So. Ja, dann machen die das. Dann macht die Rettungswache hier das. Na, die Stadtwache ist ja, also die Berufsfeuerwehr kann das ja im Moment nicht machen. Und den Sound kennt ihr wahrscheinlich. Das Video ist vorbei. Aus und vorbei. So, hier steht eine Person. Ja.
Hier läuft ein Notarzt. Ich hab meinen Notarztwagen wieder. Notwagen. Ich hab meinen Notarztwagen wieder. Hä? Verstehe ich jetzt irgendwie nicht, aber lass den Notarzt doch mal ein bisschen laufen. Weil fahren kann ich das Auto nicht, deswegen lass ihn laufen. Ich habe meinen Notarztwagen wieder, aber der Notarzt, der rennt irgendwie von einem Ende der Stadt zum anderen. Warum auch immer. So, kann man ja mal ein bisschen über die Map gucken. Na? Ja, gut. Ach, der ist ja schon da. So. So, wo ist die Person? Ist sie da wirklich drin oder liegt sie irgendwo draußen? Ne, die ist da wirklich drin. Muss ich da auch rein? Rennen, Olga. Ist das ein Kind? Okay. Okay. Kind ist verletzt. Und es interessiert anscheinend niemanden, die haben den Notruf gerufen und dachten sich so, ja. Ist doch egal, egal, ist doch egal. Ja, Notarzt, du hast es gleich geschafft, zu deinem Auto zu kommen. Und dann kannst du auch gleich in Status 2 gehen. Und endlich wieder zur Wache fahren. Gut. Ja, es interessiert sich einfach niemand dafür. Naja, gut. Besser als wenn, also besser, der Rettungsdienst ist da und es interessiert sich niemand dafür, als wenn da jetzt 5000 Menschen rumstehen oder es interessiert sich niemand dafür und niemand ruft den Rettungsdienst. Das wäre natürlich nicht so optimal. Ja, aber das Kind, das... warum auch immer das einen Schock hat. So, und dann einmal bitte zum Krankenhaus fahren. So, damit ist die Schicht auch beendet. Na, das war der letzte Einsatz. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann ist das so. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt ihr auf Abonnieren und auf die Glocke. Dann verpasst ihr wirklich nichts mehr. Ich packe euch oben rechts in die Ecke einmal meinen Kanal mit dem Abo-Button. Und oben links in die Ecke packe ich euch die Playlist. Und in der Mitte kommt ein zufällig generiertes Video. Und auf Wiedersehen.